Sehr geehrtes Publikum, geliebte Kommilitonen. Schön, dass Sie gekommen sind, um mir heute zuhören zu müssen. Ich werde Ihnen heute etwas vortragen, das Sie nur sehr selten zu hören bekommen. Weder in der Öffentlichkeit, noch in der Politik oder in der Liebe und am allerwenigsten von sich selbst. Das Thema ist denkbar simpel und doch unmöglich zu erfassen. Es lautet Wahrheit. Vielleicht ist die Wahrheit nicht ganz das, was man erwartet, wenn man zu einem Poetry Slam geht. Vielleicht ist es gerade das Gegenteil, das man an einem ausklingenden Abend hören möchte. Aber diesen Teil meines Vortrages, die Fantasie, die Täuschung, die Übertreibung, die Schmeichelei, mein sehr geehrtes Publikum, habe ich mit der Begrüßung bereits abgehandelt. Die Wahrheit ist, dass ich diesen Text eigentlich gar nicht schreiben, geschweige denn vortragen wollte. Eigentlich wollte ich einen ganz anderen Text vortragen. Die Wahrheit ist, dass dieser Plan sich aufgelöst hat, weil der Text zu kompliziert war und niemand Stenkelfeld kennt. Wer kennt Stenkelfeld? Die Wahrheit ist, dass mich das nicht verwundert. Die Wahrheit ist, dass ich im Grunde überhaupt gar keinen Text vortragen wollte. Tatsächlich stehe ich nur hier und schmeiße euch meine Phrasen entgegen, weil ich ansonsten keinerlei ECTS-Punkte für das Seminar bekomme. Ich hätte auch einen Satz sagen und dann die Bühne verlassen können. Aber warum hätte ich es euch einfacher machen sollen als mir? Wahrheit ist nie einfach. Die Wahrheit ist mathematisch. Man sagt, jeder Mensch in diesem Saal lügt pro Tag durchschnittlich 200 Mal. Wahr ist, dass diese Zahl absoluter Blödsinn ist. Effektiv sind es durchschnittlich 2 Lügen pro Tag. Die Wahrheit ist, wenn man diese Zahl mit den Wahrheiten in diesem Text kombiniert, habt ihr heute noch eine Lüge frei, um auf 0 zu kommen. In Wahrheit ist das ungefähr so logisch, wie wenn 3 Leute in einem Raum sind und 4 ihn verlassen, einer ihn wieder betreten muss, damit der Raum leer ist. Aber was ist Wahrheit noch? Die Wahrheit ist das, was niemand hören will, aber jeder verlangt. Die Wahrheit ist der Grund jeden Streits, die Unterdrückung jeder Zuneigung und das Fundament jeder Lüge. Die Wahrheit ist der Schmutz unter lackierten Fingernägeln, die Fäulnis unter der glänzenden Schale und die Leiche in deinem Keller. Die Wahrheit ist unverständlich. Wahr ist, dass ein ehemaliger Bundespräsident 9.000 Euro weniger pro Monat bekommt als eine Erzieherin im ganzen Jahr. Wahr ist also, dass 5 ehemalige Bundespräsidenten so viel wert sind wie 33 Erzieherinnen. Die Wahrheit ist ungerecht. Wahr ist, dass ein Raubkopierer zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden kann, während ein mehrfacher Mörder nach 6 Jahren wieder auf die Welt losgelassen wird. Die Wahrheit ist grausam. Die Wahrheit ist, dass man sich in Deutschland über ausgesetzte Tiere empört, aber dennoch eine Europameisterschaft unterstützt, für die eine Viertelmillion Straßen und dabei lebendigem Leib verbrannt werden. Die Wahrheit ist scheinheilig. Erinnert ihr euch an die eine Lüge, die ihr noch frei habt? Wahr ist, wenn ihr, dass ihr sie nun dazu verwenden könnt, zu applaudieren. In dem Fall. Danke.